Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie beim besten Swiss Gastro Award teilgenommen haben? Das ist. Wir wollten herausfinden und die Challenge akzeptieren, um zu schauen, wie die Gäste uns finden, wie das Feedback ist vor allem. Ich meine, es gibt nicht viel bessere Möglichkeiten, um auch gerade eins zu eins eigentlich am gleichen Abend das Feedback zu bekommen vom Gast. Logisch kann man am Tisch gehen und fragen, wie es war. Aber manchmal war es trotzdem noch spannend, was dann das Feedback war auf dem schönen Talon. Von dem her, das ist sicher ein grosser Aspekt des weiteren Ebenen. Ein bisschen Challenge, um zu schauen, was kommt raus dabei. Und ja, es war eine lässige Sache. Und ich meine, schlussendlich die Gala spannend und schön gewesen, von dem her hat alles gepasst. Was haben Sie für Erwartungen gehabt, wo Sie sich teilten? Mit was für einer Erwartungshaltung haben Sie sich für Teilnahme entschieden? Durchmischte. Also wir haben ehrlich gesagt nicht genau gewusst, auf was wir uns einlassen. Das war auch eine relativ spontane Geschichte, wo wir uns noch angemeldet haben. Von dem her schwierig zu beantworten. Wie gesagt, es hat viel damit zu tun, um einfach mal eine Standortpositionierung zu machen. Wir waren dort nicht einmal ein ganzes Jahr am Arbeiten und haben gedacht, mal, das ist eigentlich cool. Wir machen jetzt da mit und schauen, was rauskommt dabei. Was haben Sie in der dreimonatigen Publikumsphase alles unternommen, damit man Ihre Gäste auf Sie aufmerksam werden? Wir haben eigentlich primär, durch das, dass wir nicht nur Zweigstellen haben oder sonstige Ableger von uns, haben wir uns auf die Gäste, die hier kommen, fokussiert. Also das heisst, wirklich jedem Gast, der bei uns etwas gegessen hat oder etwas getrunken hat, den Talon in die Hand gegeben und ihm auch kurz erklärt, warum und wieso. Und die meisten, also wir hatten eine sehr hohe Rücklaufquote gehabt, also von dem her hat das gepasst. Und eben, das Feedback war eigentlich das Interessante in der ganzen Geschichte. So haben wir auch probiert, eben möglichst viele Feedbacks retour zu bekommen. Und ja. Was hat die Teilnahme gebracht, die zurückwirkend? Was uns die Teilnahme gebracht hat, ist sicherlich, dass wir ein, zweimal noch ein bisschen Medienpräsenz gehabt hat. Viel auch Austausch unter den Gastronomen untereinander, wo man dann ins Gespräch kam, auch vor allem an der Gala dann schlussendlich, wo man noch ein, zwei Inputs holen konnte, die sicherlich interessant waren. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste, auch untereinander in der Gastronomie, dass man sich dort ab und zu austauscht und schaut, wie es läuft, genau. Was würden Sie für die Nominierten, die Best Swiss Gastro Nominierten, was würden Sie da für einen Tipp geben? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich nicht probiert zu verstellen, nur weil man jetzt bei dem Award mitmacht, sondern man muss wirklich einfach sein Ding durchziehen, so wie man es auch eigentlich im Kopf hat oder so wie man es auch vorher immer gemacht hat. Dann ist es authentisch und dann haben die Gäste auch Freude. Und schlussendlich, wenn man dann sollte auf dem Podest sein und viel mehr Gäste kommen und es ist dann nichts, ich glaube, der Reputationsschaden wäre grösser als umgekehrt.